so in die Ferne gedacht, die Befriedigung ist natürlich auch, dass ich nicht nur jetzt für das Hier und Jetzt was schaffe und erschaffe, sondern diese Instrumente werden mich selbst überdauern. Und irgendwann heißt es dann, ah ja, das ist vom Ganzelmeier, der hat das erschaffen und so klingt das, was der gemacht hat. Mein Name ist Florian Ganzelmeier und ich baue in meiner Werkstatt hauptberuflich Dudelsäcke. Ich bin zum Dudelsackbauen gekommen über Umwege. Eigentlich bin ich gelernter oder studierter ITler. Und irgendwann bin ich über den Mittelaltermarkt gelaufen und habe da Musikern zugehört, die eben mit Dudelsäcken gespielt haben und war von dem Klang begeistert. Und ab da war die Leidenschaft für den Dudelsack geboren und die hält immer noch an. Die Arbeit an einem Instrument beginnt immer beim Aussuchen des Holzes im Holzlager. Dann die groben Arbeitsschritte, zurechtschneiden des Holzes auf die richtige Länge. Erstmal die Innenbohrungen fertig machen, dann die Außenkonturen drechseln, dann die Oberfläche gestalten, mit ölen, mit wachsen, bis hin zur Endfertigung des Instrumentes, das Zusammenbau der einzelnen Holzteile, den Sack einbinden, der natürlich zwischendurch genäht werden muss, bis hin zum Bau der Rohrblätter und die Hochzeit sozusagen, wo dem Instrument dann Leben eingehaucht wird. Die Rohrblätter kommen rein und die ersten Töne werden erzeugt und dann das Feinabstimmen des Instrumentes. Ich verwende primär regionale Hölzer, also einmal quer durch die Obstwiese, Apfelbirne, Kirsche, Zwetschge sind die Hölzer, die sich anbieten für den Instrumentenbau. Und ich begleite die, wenn es möglich ist, auch wirklich vom stehenden Baum, den ich selber fälle, ins Sägewerk bringen, zu Bohlen schneiden lasse, bis dann zum fertigen Instrument. Das ist ein Zeitraum von 10 Jahren teilweise, aber mit dem Fokus alles regional. Besonders Spaß macht mir an meiner Arbeit, dass das so ein breit gefächertes Handwerk ist. Das ist unglaublich facettenreich, von eben groben Tätigkeiten, Holz zurechtsägen, bis hin zur Feinmechanik, wie wir irgendwelche Klappen montieren, die zurechtfeilen und einstellen. Oder halt dann wirklich der Endmontageprozess, Rohrblätter bauen, das auf das Instrument abstimmen. Das macht mir Spaß an meiner Arbeit. Es gibt ungefähr 250 verschiedene Dudelsacktypen auf der ganzen Welt. Ich baue in meiner Werkstatt größtenteils deutsche und französische Instrumente, die große Bandbreite in der Anwendung finden, von Volksmusik, Folkmusik bis hin zur Rockmusik. An der handwerklichen Tätigkeit fasziniert mich, dass man wirklich aus den eigenen Händen, wie er das Wort Handwerk schon sagt, sehr treffend, etwas schaffen und erschaffen kann. Und in meinem Fall ist es ja nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Instrument, mit dem andere Leute sehr viel Spaß haben und, wenn es dann mal soweit ist, auch anderen Leuten Spaß bereiten können. Come on, yeah, 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 yeah.